Ich muss schon sagen, mit meiner Angebeteten als Paargespann die Nachmittage verbringen, macht mich glücklicher als den Ochsenfrosch in der Käferfalle. Warum reden Sie so drollig? Weil ich vernarrt bin in meine Freundin Lady. Und das ist meine vernarrte Stimme. Mit welcher Stimme sprechen Sie, wenn Sie vernarrt sind? Mit meiner normalen. Sie verbergen es zwar gut, aber Sie sind ein eigenartiger Mensch. Ma'am. Sagen Sie mir eins. Mögen Sie sie? Naja, ich habe sie noch nie gesehen. Aber nein, ich glaube, ich hasse sie. Ja. Ich spreche von Lady. Wenn Sie sie gern haben, dann dürfen Sie ihr nicht vorlügen, Sie wären ein anderer. Oh, ein Quatsch. Lügen Sie ewig weiter. Das ist die gottgegebene Art der Kommunikation zwischen Mann und Weib. Teufel, Ihnen glaubt immer noch, es liegt zu viel Schnee, um rauszurollen. Ich besprühe die Fenster mit Rasierschaum, damit sie nicht in den Garten fährt. Ihr Rollstuhl ruiniert den Rasen. Solange Sie Lady nicht Ihr wahres Ich zeigen, führen Sie auch keine wahre Beziehung. Das ist der Anfang vom Ende. Ich will nicht, dass es zu Ende geht. Das ist seine Trauerstimme. Oh. Oh, hi. Können wir gehen? Was soll der Overall? Oh, zuerst mal, wenn das mit uns was werden soll, das ist kein Overall. Hemd, Gürtel, Hose. Oh, okay. Zweitens, du musst mich besser kennenlernen. Mein wahres Ich. Okay, dann mal los. Ich bin nicht wie normale Menschen. Ich habe keine Superkräfte, aber ich arbeite dran. Sieh mal, wie ich den Kugelschreiber bewege. Zu Hause hat's geklappt, weiß nicht. Vielleicht steht mein Tisch schief. Weiter geht's. In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit dem Ausstopfen von Tieren. Am liebsten mit anderen Tieren. Zum Beispiel passen in einen Dachs 5 Eichhörnchen. In ein Eichhörnchen passt der Großteil einer Katze. In ein Meerschweinchen passen eine Spitz und eine Wühlmaus. Du verstehst, der Kreislauf des Lebens. Hm. Ich habe die Schallmauer durchbrochen, aber frage mich bitte niemals wie. Ich glaube nicht an den Mond. Das ist die Rückseite der Sonne. Ich liebe absehbares Unheil. Außerdem, wenn du mal genau hinsiehst... Jetzt hören Sie aber auf. Sie weiß nicht, dass Sie nur scherzen. Oh, er... Einig. Er scherzt nur? Gott sei Dank. Und so geht es los mit der Lügerei. Du bist ein Scherzkeks. Geh dich umziehen. Wir treffen uns draußen. Was war das? Hatte ich einen Blackout? Hat sich der Kuli bewegt? Sie dürfen Ihren Wahnsinn nur in kleinen Portionen rauslassen. Bloß nicht alles auf einmal. Oh, okay. Hat vielleicht jemand eine Ahnung, womit wir die Patienten beruhigen können, wenn hier so Hochbetrieb herrscht? Ich weiß was. Ein Ententeich. Genau hier. Unfassbar, dass ich Ihnen das noch nie gesagt habe. Ihre Meinung interessiert ja kein Schwein. Hör zu. Ich wurde darauf hingewiesen, dass unsere Meinung hier kein Schwein interessiert. Wem sagen Sie das? Ich fände es schön, wenn wir unten in der Pathologie Hello Kitty-Schilder hätten, so für die toten Kinder. Aber nein. Ganz genau. Ungefähr. Ich habe mir was einfallen lassen, wie wir unseren Stimmen Gewicht verleihen. Okay? Eine Newsletter, der heißt... Festhalten, Freunde. Das war ernst gemeint, haltet euch fest. The Janitorial. Ich habe mir Folgendes gedacht. Wieder loslassen. Wird's bald. Also... Todd hat eine Frage. Ja, kann ich der Fotograf sein, damit ich eine glaubhafte Ausrede für das hier habe? Versau uns nicht alles. Oh. Ich schreibe die Leitartikel, okay? Über Themen wie Gewerkschaftskampf, Krankenversicherungsbetrug, Babywehrwölfe. Was ich brauche, ist einen Enthüllungsreporter. Ja? Jemanden, der blass genug ist und unbedeutend genug, dass er private Unterhaltungen belauschen kann und sich alle Geheimnisse reinzieht, ohne dass ein Mensch ihn bemerkt. Ich mach das. Sitzen Sie da schon die ganze Zeit? Nein, zuerst saß ich auf Ihrem Platz. Sie haben sich auf meinen Schoß gesetzt, wissen Sie nicht mehr? Ich sagte, entschuldigen Sie mal, und Sie sagten, stehen Sie auf und setzen Sie sich dahin. Und das habe ich getan. Und, hey Hausmeister... Oh, hey Ted. Wie kriegen Sie das so schön zum Wirbeln? Ganz einfach, der Stift muss genau in der Mitte sein. Die Leute glauben alles, was im Internet steht. Äpfel bewirken Haarausfall. Und bestätigen. War ein Witz, Ted. Den will ich jetzt nicht mehr essen. Ted? Wieso quälen Sie mich? Weil Sie gesagt haben, dass ich blöd bin. Ich wurde in meinem Leben schon Verschiedenes genannt. Volksverräter, Zebrawilderer, Josh. Und das habe ich alles hingenommen, weil an jedem ein Körnchen Wahrheit dran war. Aber ich bin weder blöd, noch werde ich je blöd sein. Hab verstanden. Es tut mir leid.
Entschuldigung, angenommen. Wie wäre es jetzt mit einem Interview mit dem echten Dr. Cox? Von mir aus? Dann aber schnell. Sie brauche ich nicht dazu. Wie bitte? Pip, pip. Ab mit Ihnen. Ist alles schon hier oben. Endlich ist es vorbei! Ich bin frei! Heiliger Strohsack, Mann, ist alles okay? Ted! Reden Sie nicht, weil sich Ihr Mund gerade mit Blut füllt? Sie kippen gleich um, was? Oh Mann, er kippt. Ipfui. Alles klar. Okay. Ich helfe Kelso. Aber im Gegenzug gipsen Sie mich komplett ein und bringen mich zum Flughafen. Erklärung später. Warum sollten wir das machen? Weil ich der mit Abstand tonangebendste Mann in diesem Laden bin. Abmarsch. Mach du das, aber nett. Na gut. Sagen Sie, ist Ihnen der Begriff Größenwahn geläufig? Ich glaube, den Ausdruck habe ich geprägt. Ich bin ein einfacher, unauffälliger Hausmeister, der andere durch pure Geisteskraft manipulieren kann. Passen Sie auf. Explodiere! Wenn das geklappt hätte, wären Sie hin und weg gewesen. Fall hin. Huhuhuhu. Hallo. Ted? Wer führt Ihrer Meinung nach das Hilfspersonal an? Sieh mal an. Wer kommt denn da wieder angekrochen durch die Wüste der Schande zur Oase der Hoffnung, bettelnd um einen einzigen Mund voll kühler Hausmeistervergebung? Tja, die Antwort ist nein. Bitte, Hausmeister. Gut, bin dabei, Menschenskinder. Ich kann Ihrer süßen Schnute einfach nicht widerstehen. Ich muss einen Becher Säure drüber schütten, damit sie keine Macht mehr über mich hat. Ich verstehe einfach nicht, wieso uns niemand dabei helfen will, dass Kelso seinen Job behält. Ist doch leicht. Jeder weiß, er will Kelso raushaben. Und ihm will keiner krumm kommen, weil er allen Angst macht. Ich habe keine Angst vor ihm, aber das kommt daher, dass ich zaubern kann. Tanzt er? Nein. Verflucht, Riese! Warum ist dieses Dorf nur so furchtbar dreckig? Vielleicht rabiate Dorfmaid von dunkler Hautfarbe, weil Straßen und Wege bei uns nicht gepflastert sind. Oder vielleicht, weil ich jedermanns Veranda mit Ochsenurin aufwische. Ich scherze, nur eure. Wisst ihr wieso? Ihr erzählt überall rum, ich esse Babys. Ich esse nie Babys. Babys, so köstlich sie munden, bescheren einem lebenslang Hüftspeck. Ich esse Kleinkinder. Sagt ihr dir nicht, sie wäre längst hinüber? Komm später. Sag, hast du vielleicht Babys... Kleinkinder auf deiner Karre? Nein. Na dann an die Arbeit. Dorftrottel! Prinzessin! Was habt ihr im verbotenen Wald zu suchen? Der finstere Fürst naht! Versteckt euch! Hüa, Sascha! Abend. Sie sind weg. Danke. Unsere Schicht ist seit einer halben Stunde vorbei, wir wären erledigt gewesen. Das war der ausstehende Gefallen. Schön, wir sind quitt. Sehr gut. Die beiden werden mir fehlen. Sie haben mich nicht einmal angespuckt. Mich dünkt, du bist doch ein netter Kerl. Warum dienst du immer noch Fürst Osleck? Also den meisten Menschen erzähle ich, ich stünde unter einem magischen Bann. Aber eigentlich... liegt es an mangelndem Selbstvertrauen? Ja, verstehe ich. Hey, weiden wir ein paar Dorfbewohner aus und lassen sie als Drachen steigen? Mit Wonne!